Er hat uns aber stattdessen jetzt den Schauspieler geschickt, dann freuen wir uns auch sehr. Also auch mal hallo meinerseits, danke, dass ihr gekommen seid. Ich hoffe, der Film hat euch gefallen mal soweit. Ich bin eigentlich nicht Schauspieler, ich bin vom Streetcasting gekommen, also ich war da mal bei dem Musikvideodreh von einem Freund. Und der Kameramann hat halt am Set vom Hüseyin, von unserem Regisseur, gearbeitet. Und in der Zeit haben die halt noch den älteren Bruder gesucht und der hat mich dann ein bisschen heimlich fotografiert. Und oder was? Noch mal. Großartig ist er, der Lido. Gell? Und ich hoffe, du nimmst das dann da drinnen auch noch auf. Ja, ja. Man läuft das Geld schon wohl. Internationales Filmfestival Innsbruck. Wir sind ein Filmfestival, wir zeigen sehr viele Erstaufführungen, aber wir zeigen auch immer wieder Wiederaufführungen. Und das war eine Wiederaufführung aus dem Jahre 84. The year of the film? 84. 84. Ja. 1984. Ja. So, ich überlasse euch jetzt dem Experten, der einige Fragen vorbereitet hat. Sie können Fragen stellen. Und hier ist Paul Leduc, unser Special Guest. I tend to make a biography. Although I think that everything that's said in the film is more or less right, we don't intend to say it was exactly like that. It's finally a fiction film based on the trapped in her own body, trapped in her own, trapped is not necessarily pejorative, trapped in her, closed, enclosed would be the best word, in her, I mean we didn't, dialogues that she had with Diego were the ones that we were mentioning, or the ones with Trotsky, but we know that. The thing is also there are more or less known actors, friends of mine before and ever since, so it was no problem with the casting. The main Juan José Gurrola, who plays the role of Diego, and detailed that I saw.